Wurde auch in Niederlassung nicht von Flüchtlingen aus Alt-Vailia gegründet. Generations ago. And I grew like a weed in the Deerwood, you see? Ja, aber das ist viele Generationen her und ich bin im Dürrwald aufgewachsen, musst du wissen. You say Consueglo me casitas. I say Council of Captains. You say Principi. I say best pirates in the Deadfire. You say Swollenet. I say, well, some things stay the same. Du sagst Consueglo me casitas, ich sage Consi der Kapitäne. Du sagst Principi, ich sage die besten Piraten im Todesfeuer. Du sagst Swollenet. Ich sage, nun gut, manche Dinge bezeichnen wir auf gleiche Weise. Sie spielt mit der Goldmünze und lacht von Herzen. Ja, berichte mir von neuem Blut bei dem Prinzipi. Ja, das ist alles klar. Verstehe. Ich glaube dir, du scheinst mir ein kluger Captain zu sein, wirklich. Also, wo befasst du dich in deiner Freizeit? What? Like for Hobbies? Was meinst du damit, meine Hobbys? Sie lacht laut und zieht die Augenbraue beinahe zum Haaransatz hoch. When I'm not out plundering the seas, I'm right here ruling my fleet. Suppose I like a good bit of target practice. And of course, who doesn't like rum and a hot bath? Wenn ich nicht auf Beutezug unterwegs bin, regiere ich genau hier über meine Flotte. Ansonsten mag ich Schießübungen und natürlich Rum und ein heißes Bad wie alle Seeleute. Don't guess you like the same? Wie sieht es mit dir aus? Magst du halt diese Dinge ebenfalls? Ich hasse Schießen, Saufen und Sauberkeit. Nein, Zielübungen entspannen mich. Screams can be rather soothing, aren't they? Die Schreie können ziemlich beruhigend sein, nicht wahr? Sie spielt mit den Augenbrauen, aber du bist dir nicht sicher, ob sie dich nur reizen will. Ja, ich schieße eher auf Tontauben, nicht auf Menschen. Ja, was Forante betrifft. Hast du etwas für mich, Täubchen? Sie sehen sich interessiert nach vorne. Ihre Mundwinkel biegen sich teuflisch nach oben. Ich höre. Ja. Von Forante habe ich erfahren, wo ich Benwe finde. I figured as much. That's how Forante gained his political standing. And that's how he keeps it. With underhanded tactics that whittle his opponents into ruin. Das habe ich mir gedacht. So hat Forante seine politische Stellung erreicht und so behält er sie. Mit hinterhältigen Taktiken, die seine Gegner in den Ruin treiben. I prefer to face my foes head on. Give them the chance to join me before I fucking annihilate them. Ich trete meinen Gegnern gern offen gegenüber, gebe ihnen eine Chance, sich mir anzuschießen, bevor ich sie verdammt nochmal vernichte. Die unterschiedlich gefärbten Augen des Captains leuchten schakalhaft. Schalkhaft, aha. And I like to reward those who support me. I'm good to my allies, you see. For your troubles, Dove, let me share with you a little of my treasure. Ich belohne jene, die mich unterstützen. Ich bin gut zu meinen Verbündeten, musst du wissen. Für deine Mühen, mein Täubchen, will ich dich an meinem Schatz ein wenig teilhaben lassen. Oh, 500 Kupfer. Ja, Forante bat mich darum, in Nekataka nach Informationen über den fliegenden Henker zu suchen. Nekataka? But why there, Lovesome? Nekataka, warum dort, Schätzchen? Ey, das verschränkt die Arme unter ihrer Brust. Well, go on then. I'm sure you've heard our saying. Share and share. As is the law of the coast. Gut, dann geh. Sicher kennst du unsere Redensarten. Teilen und teilen, so wie das Gesetz der Küste ist. Ja, nachdem Lucia Rivan von einem beratianischen Priester getötet wurde, stand sie als Todeswächter wieder auf. Explains how she's captain of an undead crew. That also tells me, if she's a death guard, then there'll be something she's wanting most fierce. Something she may be willing to bargain for. Das erklärt, warum sie der Captain einer untoten Mannschaft ist. Das sagt mir auch, wenn sie eine Todeswächterin ist, dann ist es etwas, das sie mit aller Macht haben. Dann ist da etwas, das sie mit aller Macht haben will. Etwas, für das sie vielleicht bereit ist, zu handeln. This bit of knowledge is something I can assuredly work with. Mit dieser spärlichen Information kann ich gewiss etwas anfangen. I always did like untangling the threads of history. It's like puzzling out an encoded treasure map. Only to reap these spoils, we have to uncover the mysteries of the past. Ich entwirre gern die Fäden der Geschichte. Das ist wie das Enträtseln einer verschlüsselten Schatzkarte. Allein um diese Beute zu ernten, müssen wir die Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken. Give me time, and I'll find the means to deal with Lucia. Then we'll be one fathom closer to commandeering the floating hangman. Gib mir etwas Zeit, dann will ich das passende Mittel, um mich um Lucia zu kümmern.
Dann sind wir einen Faden näher am Kommando über den fliegenden Henker. Ja, der Captain reicht ihr einen schweren Sack Münzen und signalisiert gleichzeitig einem Seemann in der Nähe, ihr eine Reihe von Seekarten zu bringen. Sie will eindeutig auf die Jagd gehen. Ja, anscheinend kommandiert ein alter Dracosi-Paladin Lucia Riva an den fliegenden Henker. The floating hangman is the remains of the von Ferus. Interesting. Ja, die von Ferus. Der fliegende Henker ist der Rest der von Ferus. Interessant, durchaus interessant. I had heard rumors as to such. The floating hangman flies a flag featuring the burning palace from Old Valia. Ich habe diese Gerüchte gehört. Der fliegende Henker segelt unter der Flagge, die den brennenden Palast von Alt Vailia zeigt. Schon Gedanken verloren, Nicken gibt dir Alice ein paar Münzen. Jo. Ja, warum sollte Forante interessiert sein, den Sklavenhändlern in Krogspur zu helfen? Also, Krogspur ist wahrscheinlich jetzt nicht übersetzt worden. Das wird wahrscheinlich Krummsporn sein. Ne? I've only suppositions to offer you, Loveson. But I'd bet my swollenet Ferrante's ja, das kennen wir alles. Nope, he's got ulterior motives. You can bet I'll be looking into Ferrante's possible business and political associations further. For the tip, however slight, I thank you. Du kannst auch wetten, dass ich mir Ferrantes mögliches Geschäfts- und Politikverbindungen genau ansehen werde. Für den Tipp, so unscheinbar auch sein mag, bin ich ihr jedenfalls dankbar. 2000 Kuffermünzen. Dann reden wir ein anderes Mal weiter. I am happily and wholeheartedly at your disposal. Dein Wunsch ist mir Befehltäubchen. Dein Wunsch ist mir Befehltäubchen. Ich stehe dir von Herzen gern zur Verfügung. Zumindest bis es mich langweilt. Sie zwinkert mit ihrem eisblauen Auge. Dann lebe erstmal wohl. Ahoi, Captain. Ja, der Rest hat leider gerade nichts zu sagen. Wir haben allerdings neue Quests. Hauptsächlich Principi. Ja. Forante hat mich gebeten, mit Meister Kurhaf zu sprechen. Aedes verfügt über eine Kontaktperson auf der Insel Krummsporn. Mhm. Aedes hat mir einen Brief geschickt, in dem sie mich darum bittet, sie in Tod vorsichtig zu treffen. Ah, das gehört alles zusammen, okay. Sprich mit Aedes. Captain Aedes möchte in ihrer Festung mit dir sprechen. Sie hat mir zugesichert, dass dies keine Falle sei. Das gehört auch dazu. Ich soll Aedes Untergebene, die verrückte Morena, im Gewölbe suchen. Das Gewölbe ist eine Höhle, die von den Behörden der Huana-Hauptstadt Negataga geheim gehalten wird. Ja. Gut. Das heißt, wir haben jetzt ordentlich was an Geld gemacht. Eine gute Pistole. Du trägst schon eine gute Pistole und eine außergewöhnliche. Das ist dann was für Hagrim. Kanonenkugeln brauchen wir keine, weil wir einfach keine Kanone benutzen. Ja, Kit des Diebes. Dann müssen wir die Augen offen halten und noch welches von kaufen. Oder finden, je nachdem. Gut, das heißt zum Bollwerk. Zum Glück ist sie nicht angepisst, dass wir immer noch ihren guten Rum haben. Und ja, ich habe immer noch Speed drauf, deswegen bin ich so schnell. Aber wenigstens scheint mich niemand zu hassen. Ach, der war die Reparaturvorräte. Wer soll denn jetzt Bens Sitz im Konzil der Kapitäne einnehmen? Na, ich. Hagrim würde da zustimmen. Ja, du bist immer der erste Matrose. Bist du bereit, unseren Commander zu treffen? Nun, sie hat nicht gesagt. Ja. Das können wir mal kurz überspringen.
Ist der hier eigentlich immer noch angekettet? Ja, ist er. Ja, gut. Das heißt, sie kann wieder auf Normalspeed und zum Hafen. Und erstmal Todeslicht verlassen. Dann setzen wir Port Maya zum Ankern an. Wer finden wir unterwegs einen Händler, der uns auf dem Weg was verkauft? Mal kurz gucken. Ja, ich kann direkt nach Port Maya durchsegeln. So, jetzt gucken wir erstmal nach Vorräten hier. Genau, Reis und Ale. Sollte ich kaufen? Ja, ruhig jeweils 50, das passt. Das reicht dann wieder für ein bisschen. So. Probieren wir es im Krakenauge. Ich habe keine Ahnung, wo sich der Typ jetzt aufhält, den wir damals in den Ruinen gerettet haben, der gesagt hat, wir sollen nach Port Maya kommen und ihn dort treffen. Crew's getting antsy. Maybe we cut them loose. We're not leaving anytime soon. Also nee, hier unten scheint doch schon mal nichts zu sein, sonst würden wir ihn sehen. Dann versuchen wir es mal oben. Und warst du das? Welcome back. You are in need of something. I can feel it. Willkommen zurück. Du brauchst was. Ich kann es spüren. Lass mich helfen. Are you looking for something in... Ja, zeig mal, was du zu verkaufen hast. Oh, Dietriche. Zwölf Korallenschnupftabak. Kit ist... Oh. Ich nehme mal alle deine Dietrich und das war's auch schon. Mann, es ist immer noch schlimm, dass wir nicht nach Gegenstandstyp sortieren können. Angriffs- und Erholungsgeschwindigkeit, Nachladezeit. Irgendwie habe ich einfach mal aus Jux und Tollerei Bock dazu, mal ein Dings zu probieren, einen Bogen. Yes? Also, nee, hier oben ist er auch nicht. Hier ist noch was im Schrank drin. Ach, ein Palmstein. Und Gegengifte. Und in diesem Schrank ist noch ein Secret. So, das heißt, wir können hier oben rum raus.
Tja,